Papa, kannst du das auch? Klar. Wie bitte? 400 Euro mache ich sofort. Geht ruckzuck. Schon überwiesen. Geht ruckzuck. Geht ruckzuck und ohne Zusatzgeräte. Mobil überweisen mit Push-Dann. Seit wann hat der überhaupt ein Smartphone? Ja, heute war wieder ein besonderer Tag für die Offenbacher Kickers. Das neue Mannschaftsposter entsteht. Wo? Natürlich im Herzen der Innenstadt im Büsingpalais. Ja, und auch heute gab es wieder einen Neuzugang, einen Stürmer, auf den wir ein bisschen gewartet haben. Da ist er, Alex Konrad, der Co-Trainer, der kann uns so ein bisschen sagen, wer es genau ist, und dann werden wir ihn ein bisschen befragen. Ja, es ist Devin Yao, gebürtig aus New York, soweit ich weiß. Und er ist jetzt heute zu uns gestoßen, war ja vorher schon bei den Testspielen dabei. Dann wäre auch so meine erste Frage an ihn, oder erstmal herzlich willkommen, ganz klein Offenbach, freut uns sehr, dass du da bist. Wir haben viel von dir gesehen in den Testspielen, hat uns sehr, sehr gut gefallen, vielleicht bis dahin erstmal. So yeah, they saw a lot in the games, mm-hmm. And they excited that you're now here in Offenbach, and yeah, so this is your welcome. Oh, thank you. It's a great opportunity to be here, and I'm really happy. I'm getting along with the players and the staff really well, so I can't wait to have a good season here. Okay. Ja, es ist jetzt eine tolle Möglichkeit für ihn, sich hier zu präsentieren, und er ist auch mit den Spielern sehr schnell warm geworden, und die haben ihn alle sehr gut aufgenommen, und er ist jetzt froh, dass es eben geklappt hat. Jetzt haben wir schon so ein bisschen was gesehen, du bist im Sturm angesiedelt, da mehr, wenn ich das verstehe, so auf der Außenbahn? Yeah, you're so a forward player, but on which side is your favorite? You like to play on the left or more on the right side or in the center? So yeah, I'm more of an offensive player. I can play all three positions, but my favorite position is the left side. You know, sometimes to come in on my right foot, or you know, more comfortable. So yeah, I prefer playing on the left side, but I can play all three positions. Ja, also er kann alle drei Positionen in der Offensive spielen, an der linken Seite, rechten Seite, das ist auch möglich, wobei er sich am wohlsten auch auf der linken Seite fühlt, weil er da eben nach innen gehen kann und auch mit seinem rechten Fuß da abschließen kann. Was sind denn so deine ersten Eindrücke hier von Offenbach? Jetzt bist du hier im Herzen der Stadt, siehst das schöne Büsingpalais, ansonsten so rund um die Mannschaft, der ganze Verein, die Fans, was ist so dein Gefühl? So what is your feeling about Offenbach or the team, the first things that you liked on the team? I think it's really professional. You know, even though it's in fourth division, I think the team and the staff and the administration is trying to act like a very professional team, like a second or first division team. So I was really impressed by the setup here and the stadium and the training too. Everything is really professional here, so I'm really happy to be in this type of environment. Ja, also das ganze Umfeld, das gefällt ihm da, das sehr professionell ist, obwohl es jetzt nur die vierte Liga ist, aber mit allem drum und dran ist es schon so, auch mit dem ganzen Stadion, da fühlt er sich schon so wie bei einem Erst-Zweitliga-Team von der Professionalität. Was ist denn so deine Erwartung jetzt an dein neues Zuhause hier in Offenbach? Yeah, so what do you expect here in Offenbach? So yeah, well, how do you think you can help the team, or yeah? I hope this season that my name gets out there more, that you know that German football gets to discover the type of player that I am. And I hope I can bring my qualities to the team and try and do the best season I can. So it's a great opportunity for me in Germany, and I'm really excited. Ja, er hofft, dass er sich jetzt bei uns eben gut entwickeln kann, auch in Deutschland, und dass er eben dadurch dann auch bekannter wird und dass er da eben jetzt bei uns einfach zeigen kann, was wirklich in ihm steckt, und das ist eine tolle Möglichkeit für ihn, das jetzt hier zu zeigen. Zum Abschluss muss ich immer fragen, wie sieht das aus? Hast du schon hier ein Zuhause gefunden in Offenbach oder um Offenbach herum? Hoffentlich nicht in der anderen Stadt dort drüben. Und was ich auch immer fragen muss, gibt es noch einen Anhang für die Damen?
Ah so, yeah. So now the question is, if you're already in an apartment or you still live in a hotel, and they offer you already an apartment, and the big question is, if you're just by yourself here, or you have a girlfriend, or you are a couple, or you. So right now I'm staying in the hotel till Sunday, and I was speaking with one of the staff members that work here, if I should get an apartment in Offenbach or in Frankfurt, because Frankfurt is not that far. But I am in a relationship, so I'm not single, but I'll be living here by myself though in Frankfurt. Okay, also erst bis Sonntag noch im Hotel, und dann habt ihr ja gehört, so dass was sucht in Frankfurt and Offenbach oder mm-hmm. Frankfurt. Frankfurt is the forbidden city. Okay. So, okay. So cut, wir müssen das rausschneiden. Okay, dann sage ich ganz herzlich willkommen und dass wir ja so viel Spaß mit dir haben, wie du es anscheinend schon hier hast jetzt. Yeah, we hope that we enjoy each other like you already enjoyed the team, and all the best to you. Thank you. I can't wait, and thank you for that. Okay. Ja, und wenn die Kickers schießt, dann schießt sie aus vollen Rohren. Gleich der zweite Neuzugang des heutigen Tages. Hallo Marcel. Hallo, herzlich willkommen. Ja, sag ich dir, herzlich willkommen. Du bist ja hier neu in Offenbach. Du lachst noch, das heißt, du hast Spaß bis jetzt? Ja, ich bin heute Vormittag angekommen, bin 4,5 Stunden circa gefahren aus meiner Heimat, von meiner Familie, und bin froh, hier heil angekommen zu sein. Hatten gerade das erste Training und ich freue mich auf die Saison. Es stand ja eben in so einer Zeitung, er kommt vom Meer an den Main. Dabei stimmt das gar nicht, denn Offenbach AM heißt nämlich Offenbach am Meer. Also man sagt auch Bad St. Offenbach am Meer. Okay, also ja, wie gesagt. Hast du was gelernt? Ja, jetzt habe ich was gelernt, genau. Das nehme ich einfach mal mit. Genau, ich habe für ein Jahr hier unterschrieben und bin erstmal froh, hier zu sein, und werde mich jetzt in den nächsten Tagen hier einleben. Und bin froh, dass es nächste Woche schon wieder losgeht mit den Meisterschaftsspielen. Wie ist das jetzt so gelaufen, dass das jetzt auf einmal patsch so war? Und vor allen Dingen noch die anschließende Frage, warum nur ein Jahr? Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ist halt jetzt so gelaufen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das ein Jahr machen, plus Option bei Aufstieg. Und wie das zustande gekommen ist, ich war mit dem Trainer längere Zeit im Gespräch. Circa 3 Wochen, und jetzt haben wir uns dafür entschieden, dass wir Kickers Offenbach machen. Ich habe hier ein gutes Gefühl und ich will mit der Mannschaft hoch. Oh, das sind steile Worte, aber klar, das ist natürlich der Anspruch. Du willst ja persönlich und aber auch dann, denke ich, mit dem Verein hier was erreichen. Ne? Ja, definitiv. Ich komme aus der dritten Liga, habe 2 Jahre dritte Liga gespielt bei Holstein Kiel, und ich bin jetzt hier nach Offenbach gekommen, um mit dieser Truppe und mit dem Verein aufzusteigen und damit wir in der nächsten Saison in der dritten Liga spielen. Wo dürfen wir dich denn erwarten? Also im Abwehrbereich habe ich gehört, aber ist das mehr dann so zentral oder mehr auf der Außen? Nee, ist im Zentrum. Okay, ja. Und was würdest du sagen, sind so deine besonderen Qualitäten? Das Kopfballspiel, das Stellungsspiel oder? Ja, überwiegend das Kopfballspiel, wie im Defensiv- sowie im Offensivbereich. Und für mich zählt auch ein gutes Aufbauspiel dazu, mit Diagonalbällen, mit Kurzpass. Ich denke, da kann ich der Mannschaft noch weiterhelfen, klar. Wenn du jetzt so gehört hast, Kickers Offenbach in den letzten Wochen, was denkst du, was verbindet dich so? Was hat man da schon so für ein Gefühl oder für Erfahrungen gesammelt? Für mich ein absoluter Traditionsverein, der hoch muss in den bezahlten Fußball, in die dritte Liga. Und dafür werden wir alles geben. Da gehört der Verein hin, und das wollen die Fans, das wollen wir als Team, und dafür werden wir alles geben. Was die weiblichen Fans immer wissen wollen, ob du hier alleine herkommst oder ob da ein Anhang dabei ist. Ich bin alleine hier. Du bist alleine hier. Und hast denn schon hier eine Unterkunft gefunden, oder geht das jetzt? Ich bin jetzt erstmal ein paar Tage im Hotel, und ich denke, dass ich dann in den nächsten Tagen mir Wohnung anschauen werde, und ich hoffe, dass da eine gute dabei ist, damit das dann relativ fix geht. Das wünsche ich dir, und ganz viel Spaß dir hier. Wenn du viel Spaß hast, haben wir auch viel Spaß mit dir. Vielen Dank. Danke.